Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass so viele Menschen für Buchmessenverhältnisse frühen Morgen sich hier eingefunden haben, um mit uns über zum wiederholten Male bei uns am Stand. Gestern hatten wir eine Veranstaltung, wir werden morgen noch eine haben zum Thema, ich sag mal, im allgemeinen Rechts zu diskutieren und heute mit der Zuspitzung die Rechten und die Christen. Wir tun das oder ich unterhalte mich mit Diane Bethnatz. Diane Bethnatz ist Juristin, Publizistin, Autorin, Kolumnistin, zum Beispiel im Tagesspiegel, Autorin von 3 Büchern, Gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte, ist ein Titel, der andere ist Deutschland dreht durch, das ist ein Buch über die AfD. Und das hier ist das aktuelle Buch, über das wir reden wollen, die Angstprediger, wie rechte Christen, Gesellschaft und Kirchen unterwandern. Für alle, die nach dieser Lesung sofort in die Buchhandlung laufen wollen, um das Buch zu kaufen, das ist ein sehr vernünftiger Impuls, aber einer, der ein bisschen früh ist, weil soweit ich weiß, kommt das Buch am 1. April raus. Möglicherweise gibt es das aber hier schon bei der, ja, der Verlag nickt, es ist nach der Lesung hier am Stand bei der Messebuchhandlung oder den Vertreterinnen der Messebuchhandlung zu kaufen. Diane Bethnatz, herzlich willkommen, guten Morgen. Ja, Sie dürfen applaudieren. Schönen guten Morgen. Herzlichen Dank an die Taz für die Einladung. Herzlichen Dank, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Und ich bitte vorab, meine Stimme zu entschuldigen. Ich bin ziemlich erkältet und ich hoffe, es wird nicht zu kratzig. Ich sage auch noch ein Wort der Entschuldigung oder Erläuterung. Ich bin der Marketingleiter, Werbeleiter der Taz, thematisch einschlägig interessiert, aber nicht derjenige, der eigentlich für dieses Gespräch von Seiten der Taz vorgesehen war. Das war der Jan Feddersen, der aber noch schlimmer erkrankt ist als die Frau Bethnatz und zu Hause im Bett liegt und seine Grippe auskuriert. Von daher sind wir auf diese neue und ungewohnte Konstellation sehr gespannt. Frau Bethnatz, die neue Rechte und die AfD gehen mit christlichen Begriffen auf die Christen zu. Die Christen verwenden rechte Rhetoriken. Mögen Sie uns kurz das grobe Umfeld Ihres Buches erläutern und vielleicht ein bisschen lesen, damit wir ins Thema reinkommen? Sehr gerne. Also dieses Milieu, das ich beschreibe und was ich die rechten Christen als Oberbegriff gewissermaßen nenne, ist ein Teil des konservativen Spektrums innerhalb beider Konfessionen. Bei den Katholiken spielt sich das zum einen im traditionalistischen Bereich ab, also sprich Leuten, die das Zweite Vatikanum kritisch sehen, die Piusbrüder beispielsweise oder die Petrusbrüder innerhalb, wo sie finden jetzt bei diesen beiden Gemeinschaften kein rechtes Gedankengut, aber innerhalb der Anhängerschaft können Sie das teilweise in den sozialen Medien sehen. Und zum anderen in Kreisen, die sehr konservativ, aber nicht traditionalistisch innerhalb der katholischen Kirche sind. Bei den Evangelikalen ist es auch zu finden, und zwar sowohl bei Evangelikalen innerhalb der Landeskirchen, als auch bei Evangelikalen in den Freikirchen. Und man kann im freikirchlichen Bereich so grob sagen, so schätzungsweise 25-30% dafür anfällig sind. Der Rest hat damit im Grunde nichts zu tun. Und ich versuche in diesem Buch zu beschreiben, wie und warum sich ja, diese Melange zwischen Glauben und rechten Gedankengut so überhaupt entwickeln konnte und was so typische Gedanken sind, auf die Sie dort stoßen. Bevor wir weitermachen, ich habe was vergessen, das würde ich nochmal ankündigen, die Diskussion, das Gespräch, was wir führen, auch im weiteren Verlauf das Gespräch mit Ihnen, wird auf Facebook live gestreamt. Das ist eine Form, die wir bei dieser Buchmesse erstmals austesten und wir würden selbstverständlich auch nicht nur Ihre Fragen dann im weiteren Verlauf oder in der zweiten Hälfte dieses Gespräches beantworten oder Sie, die Autorin, würde Sie beantworten, sondern auch Fragen oder Bemerkungen aus der Gemeinde, die uns
bei Facebook zuschaut, werden ebenfalls möglich, hier beantwortet zu werden. Lesen Sie ein bisschen? Ja, sehr gerne. Ich lese jetzt aus dem Vorwort, beziehungsweise ich lese Ihnen das gesamte Vorwort vor. Es hat insgesamt 5 Buchseiten. In den letzten Jahren ist es rechten Strömungen gelungen, in Teile der Gesellschaftsmitte vorzudringen. Zwar existierten diese Denkrichtungen schon immer in der Bundesrepublik, doch waren sie bislang sowohl gesellschaftlich als auch politisch fast bedeutungslos. Hingegen stießen sowohl die Alternative für Deutschland, AfD, als auch die Pegida-Bewegung von Anfang an auch in bürgerlichen Kreisen auf Sympathien und blieben selbst dann anschlussfähig, als sie sich zunehmend radikalisierten. Unter dem berühmt-berüchtigten Motto, man wird ja wohl noch sagen dürfen, das kennen Sie sicher alle, trauten sich plötzlich nun auch Menschen aus der bürgerlichen Mitte, rechtspopulistisches Gedankengut zu vertreten und etwa die etablierte Politik als Altparteien bzw. Politikerkaste sowie die Medien als Lücken- bzw. Lügenpresse zu diffamieren. Man kann mittlerweile von einer regelrechten Spaltung innerhalb der konservativen Kreise beider Konfessionen sprechen. Mit konservativen Kreisen sind diejenigen Gläubigen beider Konfessionen gemeint, die sich selbst so einordnen. Katholiken, die etwa den Zölibat befürworten, die Frauenordination ablehnen und Anhänger einer strengen Kirchenhierarchie sind, sowie bibeltreue Protestanten, die die Heilige Schrift zum Teil sehr wörtlich nehmen. Ich will kurz einflechten, das ist nichts, was ich per se kritisiere. Das ist völlig okay, ein strenges Glaubensverständnis zu haben. Ich beschreibe nur, welcher Teil der Gläubigen eben manchmal anfällig für rechtes Gedankengut ist. Regional findet man sie besonders häufig in den... Genau. In der Regel sind Letztere, also Protestanten, die die Bibel sehr wörtlich nehmen, im evangelikalen Milieu zu Hause, also entweder Mitglieder von Freikirchen oder in den entsprechenden Kreisen der Landeskirchen der evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, zu Hause. Regional findet man sie besonders häufig in den pietistisch geprägten Regionen im Südwesten, aber auch in schwäbischen Gebieten in Bayern, im Bibelgürtel rund um Dresden, also hier in Sachsen, in der Gegend um Wuppertal, da komme ich zum Beispiel her, sowie im Siegerland und in Nordhessen. Der eine Teil von ihnen hat rechtes Denken mindestens partiell adaptiert und pflegt dementsprechend dieselben Feindbilder, während der andere Teil sich davon strikt abgrenzt. Wie unter einem Brennglas ist bei der ersten Gruppe etwas zu sehen, was sich auch gesamtgesellschaftlich beobachten lässt. Wie aus ehemals harmlosen konservativen Menschen werden, die schrittweise rechte Positionen übernehmen und sich nicht selten nach und nach immer weiter radikalisieren. Zwar erscheint bei den kirchennahen Christen der prozentuale Anteil derer, die gen rechts gedriftet sind, nicht besonders hoch. Jedoch sind sie in den sozialen Medien und den Kommentarspalten des Internets sowie auf eigenen Blogs sehr aktiv. Wirklich sehr, das kann man so sagen. Sie verfügen zudem über einige prominente Aushängeschilder und Netzwerke, mittels derer sie versuchen, Einfluss auf die Politik und die Kirchen zu nehmen. Innerhalb der AfD gibt es sogar eine Gruppierung, die sich Christen in der AfD Kraft gesprochen, also CRA-AfD gesprochen Kraft nennen. Da springe ich mal etwas. Obwohl, jedoch nicht. Freilich sind nicht alle Christen, die sich rechtes Gedankengut angeeignet haben, AfD-Anhänger. Manche von ihnen neigen den Unionsparteien zu. Also es ist ein Milieu, das finden Sie so ein bisschen auch oft im Graubereich zwischen CDU, CSU und AfD. Und sind dort bisweilen sogar Mitglied auch durchaus der CDU oder CSU. Ihre Meinungen und Werte unterscheiden sich jedenfalls gesellschaftspolitisch oftmals nicht wesentlich von denjenigen, welche man in AfD-Kreisen vorfindet. Gemeinsame Feindbilder sind etwa der Genderwahn, die Islamisierung des Abendlandes und die GZ-Medien. Viele dieser Menschen, wenngleich längst nicht alle, ziehen immerhin dann eine Grenze, wenn das Denken völkisch-rechtsradikal wird. Mit Björn Höcke, dem Rechtsausleger der AfD, wollen die meisten inhaltlich nichts zu tun haben.
Das ändert aber nichts daran, dass nicht wenige von ihnen typisch neurechte Topoi wie die Überfremdung oder die Unterscheidung zwischen dem eigenen und dem Fremden längst in ihr Vokabular übernommen haben. Bedenklich ist diese Entwicklung deshalb, weil man bei Menschen, die dezidiert christlich auftreten, eher nicht mit solchen Termini und rechten Gedanken gut rechnet. Im Gegenteil. Oftmals genießen sie einen Glaubwürdigkeitsvorschuss, weil ihnen ein hohes Maß an Nächstenliebe und Barmherzigkeit zugeschrieben wird. So, jetzt springe ich aber tatsächlich, damit das nicht zu lange da dauert. Um für jene Christen, die eben nicht mehr bloß konservativ sind, da kommen wir im Gespräch auch noch drauf, also wo im Grunde endet das konservative Denken, wo wird es rechts? Um für diese Menschen einen griffigen Begriff zu finden, werden sie nachfolgend als rechte Christen bezeichnet. Das ist mir jetzt persönlich sehr wichtig, auch wenn nicht jeder von ihnen ausschließlich rechte Positionen vertritt. Vielmehr findet sich bei ihnen eine Melange aus klassisch konservativen und rechten Positionen. In dieser zeigt sich auch, wie der Begriff rechtskonservativ richtigerweise zu verstehen ist. Nimmt man die Unterscheidung zwischen konservativ und rechts ernst, so hat das Rechtskonservative letztlich keine eigene Bedeutung. Der Terminus eignet sich aber dazu, den Kreis derjenigen zu beschreiben, die konservative und rechte Positionen in sich vereinen. So, und als letzten Punkt, das möchte ich besonders betonen, ich hoffe, das merkt man im Duktus des Buches auch an, dieses Buch versteht sich ausdrücklich nicht als Panger. Es kommen sehr viele Namen vor, das lässt sich auch gar nicht vermeiden, weil ich Beispiele zeige. Aber es soll eine Debatte anstoßen, die idealerweise nicht nur zu einer Selbstvergewisserung des Christlichen, sondern auch des Konservativismus insgesamt führt. Herzlichen Dank. Was? Ah, okay. Danke für das unter erschwerten Bedingungen Gelesene. Ziemlich zu Anfang in dem Buch, das lese ich nochmal 5 Zeilen vor, gibt es so eine Begriffssammlung, die so ein bisschen kennzeichnet, was die neue Rechte oder das, was man als neue Rechte, Identitäre, eben nicht Nazis, nicht Faschos, aber eben neue Rechte, Rechtsintellektuelle bezeichnen kann. Was das ausmacht, das sind so Begriffe wie antiliberal, ordnungsfixiert, Parteien, medienverdrossen, anti-westlich, gerne auch anti-amerikanisch. Ressentiments gegen Minderheiten spielen eine Rolle, Angst vor Überfremdung, Angst vor ungewohnten neuen Situationen, Antimodernismus würde ich jetzt noch hinzufügen. Und dann steht hier noch was von Untergangsfantasien, die Religion, Kultur, Nation, Regierung und das Volk betreffen. Sie habe ich vorher gefragt, ich darf Sie so, freue mich sehr, das hier auf dem Taz-Sofa machen zu dürfen. Ich darf Sie als liberale Konservative bezeichnen, also eine, sagt man das, in der Mitte der Gesellschaft stehende Frau, Publizistin. Wie sind Sie ausgehend von dieser Position zu diesem Thema gekommen? Es ist ja nicht das erste Buch, was Sie mit den neuen Rechten beschäftigt. Wie jetzt dieses Buch und wieso die Zuspitzung auf das Christentum? Ja, weil ich tatsächlich über diese christliche Schiene zu diesem Thema gekommen bin. Ich habe mich selbst, weil ich mich auch für liberal-konservativ halte, teilweise in sehr konservativen Kreisen auch selber bewegt, weil ich dort bestimmte Glaubenspositionen vorfand, die ich selber teile. Ich bin zum Beispiel ziemlich strikt gegen Abtreibung. Das ist ein Thema, da finden Sie jetzt nicht so oft Gleichgesinnte. Und ich habe dann aber so ab eigentlich 2012, richtig vehement ab 2013, gemerkt, dass ein Teil der Leute, die ich gut kannte, teilweise auch innerhalb dieser frommchristlichen Kreise, ein Vokabular an den Tag legten, was mich sehr irritiert hat. Ich nenne das gerne Diktatursprache, Sie werden das alle kennen. Es ist diese Verähnlichung unserer ja nun wirklich liberalen Demokratie mit entweder der DDR-Diktatur, Stichwort die Blockparteien im Bundestag, oder
Heiko Maas, der Stasi-Minister genannt wird. Überall wittert man Zensur, überall wittert man Meinungsunterdrückung. Die EU wird als EU-DSSR verunglimpft. Der Bundestag ist die Volkskammer. Die Euro-Rettungsmaßnahmen wurden als Ermächtigungsgesetz bezeichnet. Da kippt es dann schon so ein bisschen in diese NS-Diktatursprache. Oder Heiko Maas wird dann der Reichspropagandaminister genannt. Und ich dachte, was ist das? Das ist doch nichts Konservatives. Natürlich ist es so, dass man in konservativen Kreisen sich oft über Linke echauffiert oder das nicht mag, aber ich fand dieses Vokabular irritierend. Und was mich besonders daran auch gewundert hat, diese Opferhaltung, also dieses Gefühl, unsere Meinung wird unterdrückt. Dann sah ich, dass die gleichen Leute sich für Sarrazin begeisterten, später dann für Pirinci. Und ich habe im Grunde diese Irritation auf meiner Facebook-Seite zum Ausdruck gebracht und ich hatte bis dahin nie politisch publiziert und so ist das dann sukzessive letztlich daraus entstanden und Gefährliche Bürger ging jetzt originär um die neue Rechte und mit dem Buch bin ich jetzt eigentlich zu meinem Ausgangsthema, wenn man so will, wieder zurückgekommen. Sie schreiben auch ziemlich zu Beginn des Buches darüber, dass Exponenten der neuen Rechten, wie zum Beispiel Götz Kubitschek, sich explizit als christlich nicht nur geben, sondern auch mit seiner Frau zum Beispiel, das beschreiben Sie an einer Stelle, mit Kreuz und christlichen Devotionalien, sage ich mal, umgeben. Ist das eine Attitüde? Ist das ernst zu nehmen? Sind das gläubige Christen, die das sozusagen weitertreiben? Oder ist das ein taktisches Manöver der neuen Rechten? Also ich denke schon, dass das ernst gemeint ist und ich glaube, man muss Positionen von Menschen grundsätzlich zunächst mal ernst nehmen. Ich halte wenig davon, auch bei Exponenten der neuen Rechten immer zu sagen, das machen die, um sich in Szene zu setzen oder aus Taktik. Das glaube ich nicht. Also es wirkt schon sehr überzeugt. Sie hatten die Beispiele genannt. Also Götz Kubitschek betont häufig bei Auftritten, dass er sehr gläubig sei. Seine Frau Ellen Kositza bringt das auch immer wieder, dieses Thema, in ihren Kolumnen oder trägt in einem Video, in dem sie das Buch von Siefalle vorstellt, Finis Germania, ein sehr deutlich sichtbares Kreuz. Und historisch ist es so, dass die neue Rechte in Deutschland immer gespalten war. Es gab einen heidnischen Zweig, dazu gehörten Leute wie Armin Mohler zum Beispiel, aber es gab auch schon immer einen sehr christlichen Zweig, es ist so in etwa 50-50. Und das Spannende ist, es gibt ein Gesprächsband zwischen Götz Kubitschek und Karl-Heinz Weismann. Karl-Heinz Weismann, so der wichtigste intellektuelle Vordenker eigentlich der deutschen neuen Rechten der letzten Jahrzehnte, Stammautor der Jungen Freiheit. Und in diesem Gespräch, das ist 2006 erschienen, das heißt Unsere Zeit kommt, da fragt Kubitschek Karl-Heinz Weismann, was ihn an der Nouvelle Droite, also der aus Frankreich originär stammenden neurechten Bewegung, stört. Und da erwähnt Weismann eben unter anderem diesen hyperkritische christliche Haltung, wie sie zum Beispiel auch Alain de Benoist, der Ahnherr der französischen neuen Rechten, vertritt. Sprich, das war immer präsent. Und die Junge Freiheit, 86 gegründet, hat auch in ihren Redaktionsgrundsätzen zum Beispiel stehen, dass sie sich als christlich versteht. Dann fragen wir jetzt mal andersrum, wie kommen denn strenggläubige Christen, das ist ja nicht in der Bibel oder in der im Glaubensbekenntnis angelegt, wie kommen strenggläubige Christen dazu, so einen antipluralistischen, antidemokratischen, neurechten Drall zu entwickeln? Gibt es da sozusagen in der Verfasstheit oder in der Theorie, in der katholischen, evangelischen Theologie irgendwas, was angelegt ist oder was diese Gruppe besonders empfänglich macht für diese Ideologien? Ja, es gibt im Grunde mehrere Ursachen. In der katholischen Kirche war es vor dem Zweiten Vatikanum so, dass es beispielsweise den Grundsatz gab, keine Freiheit für den Irrtum. Früher, das hat sehr lange in der katholischen Kirche bis sich zum Beispiel auch die Befürwortung von Religionsfreiheit durchgesetzt hat. Und in diesem Teil des rechtschristlichen Milieus ist das so
vielleicht als Grundhaltung immer noch so ein bisschen vorhanden. Also ich nenne das ganz gerne politreligiös. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass das Christentum, und das ist ja der Anspruch, den auch die Bibel hat, die Wahrheit ist, dann neigen manche davon dazu, diese Wahrheit auch so ein bisschen in die politische Sphäre zu übertragen. Also sie glauben dann auch, dass es sowas wie die politische Wahrheit gibt, nämlich die, die sie selbst vertreten. Deswegen ist man so empfänglich dann auch für Sprüche wie die der AfD, Mut zur Wahrheit zum Beispiel. Das ist so der Strang, der aus dem Katholizismus kommt. Bei den Evangelikalen aber auch ähnlich. Da spielt so die Mission noch mal eine größere Rolle, also dass man auch nur das Christentum als einzig wahre Religion sieht. Auch das ist im Kern biblisch. Allerdings fordern auch beide Großkirchen zum Dialog auf. Und dann, ich will jetzt nicht psychologisieren, aber es kommt mir so ein bisschen so vor, man muss sich klar machen, man ist natürlich mit strengen konservativen Positionen gesellschaftlich ist man marginalisiert, aber die Bibel verspricht auch nichts anderes. Also nirgendwo steht, es wird flächendeckend überall auf der Welt werden alle fromme Christen werden. Aber dieses Milieu möchte eben doch bestimmte Vorstellungen sehr stark durchsetzen, wie zum Beispiel auch die Ablehnung von Abtreibung, die ganze Gender-Thematik. Und man ist, und da deckt es sich dann sehr mit rechtspopulistischen Strömungen, man ist dann im Grunde so ein bisschen beleidigt, wenn man es nicht gesellschaftlich zu Majoritäten bringt und richtet sich dann eben ein in so einer Haltung, unsere Meinung wird unterdrückt, sie ist unerwünscht. Und das ist natürlich bequem, aber ehrlicherweise, das muss man sich klar sein, man ist mit strengen politischen Positionen, ist das einfach so. Und das ist so ein bisschen so ein antipluralistischer Impuls, der dann leider eine sehr große Rolle spielt. Was da hinten los ist, interessiert uns jetzt gar nicht. Es gibt ja sicher auch so eine inhaltliche Nähe. Da kommt man ja ganz schnell drauf, wenn man sich anschaut, wie streng konservative Katholiken und Evangelien mit Themen wie Sexualität, Homosexualität, frühkindliche Sexualerziehung, Abtreibung hatten wir schon, Gender Mainstreaming umgehen. Wenn man sich dann anschaut, dass es, da gibt es sicherlich eine ganz große Schnittmenge zwischen Christentum und Neurechten. Die Lebensschützer, die einmal im Jahr zum Kanzleramt ziehen und die Abtreibungspraxis anprangern. Wenn man sich das alles so anschaut, dann ist es natürlich schon auch so eine wahrscheinlich inhaltliche Nähe, die gerne auch von den Rechten aufgegriffen wird. Wieso findet das in so einer, es ist ja immer von Wahn, das schreiben Sie auch so, Gender-Wahn und Sex-Wahn und jetzt sollen schon Dreijährige über homosexuelle Praktiken aufgeklärt werden. Unfassbare Dinge werden da behauptet. Wie diese Zuspitzung, hilft die, ist also nicht uns, sondern hilft die der Bewegung, sage ich mal? Oder wie kommt diese Zuspitzung, diese doch sehr starke Emotionalität da jetzt rein und was macht die? Ich glaube, das liegt wirklich sehr stark auch wieder an diesem politreligiösen Element, dass man doch so ein bisschen glaubt, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben und andere Haltungen als feindlich ansieht. Und das führt zu einem tatsächlich sehr ausgeprägten Schwarz-Weiß-Denken, gerade auch bei dem Gender-Thema. Es gibt natürlich Dinge beim Gender-Mainstreaming, die man aus konservativer Sicht überzogen findet. Ich nutze grundsätzlich keine Binnen-Is oder Sternchen, ich kann damit nichts anfangen. Ich fühle mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht gegängelt, weil andere das tun. Und das ist immer so ein bisschen das Momentum, wo es dann auch kippt. Und das andere ist, dass die große Problematik ist, dass dieses Milieu die Einstufung von Politikern fast ausschließlich an bestimmten Themen ist. Das ist Abtreibung, das ist Gender, das ist die angebliche Islamisierung und inzwischen auch sehr stark die Ehe für alle. Und das geht so weit, dass man im Grunde glaubt, man darf gar keine Partei wählen, die nicht strikt gegen Abtreibung ist, weil man sich dann gewissermaßen an Gott versündigt. Das konnte man in Amerika sehr stark sehen. Donald Trump, früher jemand, der pro choice war, hat sich vielleicht aus taktischen Motiven ist plötzlich mutiert zum strikten Abtreibungsgegner. Und siehe da, er wurde von 81% der weißen Evangelikalen gewählt.
Und wenn man sich das so anschaut, auch in den sozialen Medien, ist das das Number One-Thema. Es gab eine Wahlempfehlung von einem Salzburger Wahlbischof, Andreas Laun, der ging gerade übrigens durch die Presse, weil er sich doch sehr schlimm auch über Homosexualität geäußert hat. Er sagte sinngemäß, dass man Homosexuellen nicht segnen, also Verbindungen nicht segnen kann, man würde ja auch keine KZ segnen. Also Laun ist schon einschlägig bekannt, wenn man so will. Und er hat eben auf Katnet, das ist ein privat betriebenes Portal aus Österreich, sich für die Wahl von Hofer stark gemacht und eben auch wieder mit diesem Grund, man kann doch nicht Van der Bellen wählen, der ist ja nicht... Also das ist ja jemand, der nicht gegen Abtreibung ist. Und alles andere wird dann ausgeblendet. Und wenn Sie mit, zum Beispiel, wenn Sie mit Leuten sprechen, die christlich sind und die AfD wählen, ich mache das sehr viel, kommt das immer. Ja, wir müssen ja quasi die AfD wählen. Die sind ja die einzige Partei gegen Abtreibung. Ja, ist sie. Aber das andere wird ausgeblendet. Und dann ist auch die Haltung der AfD zur Abtreibung zumindest teilweise... instrumentalisierend. Es gibt Aussagen im Parteiprogramm, die sind per se gegen Abtreibung gerichtet, aber es gibt auch ein Kapitel, da geht es um eine sogenannte aktivierende Bevölkerungspolitik zugunsten der einheimischen Bevölkerung. Und in dem Zusammenhang werden dann die hohen Abtreibungszahlen beklagt. Also sprich, mit anderen Worten, es werden zu viele deutsche Kinder abgetrieben. Das verträgt sich null mit dem universalistischen Christentum, das jeden Menschen, jeden ungeborenen Menschen wertschätzt, ganz egal, welche Herkunft er hat. Ich würde jetzt noch ein Thema ansprechen wollen oder Sie danach fragen wollen, danach Sie fragen wollen, weil wir schon recht spät haben. Ein weiteres Thema, was wir jetzt nur gestreift haben, ist ja Zuwanderung, Flüchtlingspolitik, fremde Menschen in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, das, was dann als Flüchtlingswelle, als Überfremdung, wie auch immer kategorisiert wird. Sie schreiben, dass das, was dem Christen eigentlich ja nicht zusteht oder was man ihm gar nicht zutrauen würde, nämlich dem Nächsten nicht die Hand zu reichen, das passiert natürlich auch bei Christen, dass die so... das nicht gut finden, wenn dann die Flüchtlinge kommen. Sie schreiben, das hat viel mit einer Aversion gegenüber dem Islam zu tun und ist eine genuine Islamfeindlichkeit. Vielleicht erzählen Sie uns darüber noch ein bisschen was und dann fragen wir mal, was es noch für weitere Fragen an Sie gibt. Ich habe zum Beispiel auf Facebook aus christlich, konservativ, nach rechts gedriftetem Mund, wenn man so will, das erste Mal das Wort Geburten-Dschihad gelesen. Kennen Sie das? Damit ist gemeint, dass die Muslime sukzessive in Deutschland die Macht bekommen werden oder Deutschland erobern werden durch Geburt, weil sie sich mehr vermehren. Und das ist etwas, worauf Sie in diesen Kreisen zumindest vom Grundsatz her sehr oft stoßen. Also man befürchtet, dass das Abendland untergeht, dass Merkel das Land mit Fremden flutet und dass dadurch eben sukzessive praktisch die Deutschen, manche nehmen diesen Begriff auch in den Mund, dem Ethnosuizid, also dem selbstverursachten Volkstod letztlich entgegenstreben. Das ist so die radikale Variante. Man findet das in unterschiedlichen Abstufungen. Aber der Islam wird eben als etwas Bedrohliches angesehen, gegen das man das christliche Abendland schützen muss. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass man die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel nicht kritisch sehen kann. Also man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass jeder, der das kritisch sieht und zum Beispiel höhere Abschiebungszahlen fordert, das heißt nicht, dass jemand rechts ist. Es kippt eigentlich erst dann, wenn man grundsätzliche Aversionen gegen das Fremde hat. Und wenn es sehr plakativ wird, um es plastisch zu machen, Joachim Kuhs, kommissarischer Vorsitzender der Christen in der AfD, ist jetzt im Bundesvorstand der AfD und hat auf seiner Bewerbungsrede beim Hannoveraner Parteitag gerade erst im Dezember davon gesprochen, dass Deutschland infiltriert werde von fremden Kulturen. Also da sehen Sie so ein bisschen, da ist so diese Angst vor dem Fremden. Und diese grundsätzliche Aversion gegenüber dem Islam hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass die Pegida-Bewegung in diesen Kreisen von Anfang an auf sehr große Sympathie gestoßen ist. Und was man leider kaum findet, ist eine klare Trennung zwischen politischem Islam,
und gemäßigten Muslimen. Da wird einfach viel durcheinander geworfen. Der Dialog mit Muslimen wird von manchen in Gänze abgelehnt. Da hat man sofort Angst, wenn die Kirchen das machen, dass das Religionsvermischung sein könnte, obwohl eigentlich beide Großkirchen schon klar zwischen Islam und Christentum trennen. Und das kann dann eben teilweise auch so ein bisschen durchaus in Fremdenfeindlichkeit umschlagen. Dann finden sie eben auch durchaus sehr abwertende Begriffe für Muslime, die nach Deutschland kommen. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wir als TAZ sind ja nicht nur hier auf der Leipziger und auch auf der Frankfurter Buchmesse, sondern zum Beispiel auch alle 2 Jahre beim Evangelischen Kirchentag, alle paar Jahre beim Ökumenischen Kirchentag. Und was uns da begegnet, ist in allererster Linie ein unglaublich offenes, gesellschaftskritisches, nicht liberal-konservatives, sondern eher linksliberales Publikum, was sich in Diskussionen über wirklich alle Themen in einer sehr, sehr offenen Art und Weise darstellt. Das sind viele, Hunderttausende von Menschen, die sich ganz offensichtlich so christlich engagieren. Ist das jetzt so, dass wir das sehen und aber verkennen, dass das nicht die Mehrheit ist? Oder ist es so, dass Sie sprachen eben von 20-30% Anteil von Christen, habe ich das richtig verstanden? Innerhalb des Konservativen, okay. Aber ist es so, dass dieser konservative Zugriff oder neue rechte Zugriff auf die Christen, dass das etwas ist, was man nicht sieht, weil man sozusagen verblendet ist von der Offenheit des Kirchentagspublikums? Mit anderen Worten, wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Ist das ein Weg für die neue Rechte, der erfolgversprechend ist, würde auf dem Weg über die christlichen Kirchen würde da einen Gewinn an Wählerstimmen, an Hegemonie, an Relevanz entstehen? Ich denke schon. Also es gibt einen ganz interessanten Briefwechsel von Götz Kubitschek mit Klaus Leggevi, der auf secession.de veröffentlicht ist, wo Kubitschek sinngemäß sagt, dass im Grunde die ganze Bewegung noch mal viel mehr Elan hätte. Es geht um Pegida, wenn sie sich auch tatsächlich mit Christen verbündet. Und natürlich ist es so, dass Christen ja an sich relativ hohe Glaubwürdigkeit auch genießen. Und insofern ist so diese Kombination tatsächlich für viele Leute sehr attraktiv. Was so insgesamt jetzt die Einordnung innerhalb der Kirchen angeht, auch da, und das spiegelt sich übrigens in der Politik. Man muss ehrlicherweise sagen, dass insbesondere die evangelischen Landeskirchen so in den 80er, 90er Jahren schon sehr, sehr linksliberal waren. Und wenn sie da als also wie auch damals die Kirchentage. Es ging mir auch so, also da fühlt man sich tatsächlich als Konservativer manchmal ja ein bisschen marginalisiert. Das Gleiche ist eben auch in der CDU seit einigen Jahren der Fall. Ich finde diesen Mittekurs an sich richtig, aber die CDU hat es versäumt, dem konservativen Flügel Raum zu geben, vor allem personell. Also, dass jemand wie Wolfgang Bosbach sich zurückzieht, ist eigentlich eine Katastrophe. Auch, dass jemand wie Friedrich Merz nicht mehr da ist. Und das führt dazu, dass sie das Gefühl haben, sie sind dann mit ihren Ansichten nicht mehr wirklich repräsentiert, wen sollen sie wählen. Und das führt dann dazu, dass bestimmte Leute sich hin zur AfD orientieren. Das hat sich jetzt in den Kirchen, finde ich, ein bisschen gewandelt. Auch auf den Kirchentagen ist auch mehr Raum, doch auch für andere Strömungen. Es gibt ein aktuelles Papier der EKD aus dem letzten Jahr, wo auch gesagt wird, wir müssen den Konservativen wieder mehr Raum eingeben. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt die Lösung für die Zukunft. Mehr Pluralismus wagen. Deswegen, ich freue mich auch als Konservative hier bei der TAZ zu sein. Letztlich wird es nur funktionieren über den Austausch. Und wenn ich das abschließend auch noch sagen darf, weil wir hier auf der Buchmesse sind und dieses Thema doch auch sehr diskutiert wird, es bringt nichts, Menschen auszugrenzen, selbst wenn man ihre Meinung, seine rechte Meinung auch persönlich für gefährlich, für schlimm hält. Ich glaube, dass an der Auseinandersetzung, der sachlichen Auseinandersetzung letztlich kein Weg vorbeiführt, gerade um auch wieder Leute für die Mitte zu gewinnen. Das hörte sich jetzt an wie ein Schlusswort, ist aber kein Schlusswort. Gibt es Fragen?
das ist jetzt nur ein Versuch. Ist der gelungen? Jetzt. Ich habe eine Frage, die vielleicht Ihnen etwas abseitig vorkommt, aber sie ist sehr ernst gemeint. Ich möchte mal nicht jetzt von rechts oder von konservativ sprechen, das ist mir alles zu schwammig, sondern ich möchte mal von völkisch, das Attribut völkisch einführen. Könnte es sein, oder haben Sie in Ihren vielen Gesprächen feststellen können, ob oder inwieweit Teile der Bibel, die ja durchaus völkischen Charakter haben, ich erläutere es gleich, im Bewusstsein vielleicht sehr bibelgläubiger, ja, also ich will das Alte Testament nennen, Stichwort auserwähltes Volk, wenn Sie die Bücher Esra und Nehemia und andere lesen, dann ist ja die Identität von Volk und Religion ein ganz wichtiges Kriterium. Spielt das Ihrer Meinung nach im Bewusstsein besonders evangelikaler Gläubiger noch eine Rolle oder ist das zu abseitig? Ja, vielen Dank für die Frage. Kluge Frage, denn so wird tatsächlich in Teilen argumentiert. Es kommt in meinem Buch eine Stelle vor, da zitiere ich einen Christen aus der AfD, der auch vor einer, er nennt das, zu schnellen Vermischung von Kulturen warnt, auch mit Hinblick auf die Bibel, dass das nicht biblisch sei. Ja, im Alten Testament ist sehr viel von Völkern die Rede. Es gibt natürlich auch das auserwählte Volk, aber das ist alttestamentarisch. Und im Neuen Testament finden Sie das nicht mehr. Im Gegenteil, es gibt eine Stelle, wo, ich glaube, es ist einem der Paulus, Briefe, wo auch gesagt wird, es ward nicht mehr Grieche, es ward nicht mehr andere auch. Also man ist sozusagen, man ist eins in Jesus Christus. Auch der Missionsbefehl, Matthäus 28, der sagt, predigt das gut allen Völkern. Aber es ergibt sich, in der Bibel gibt es keine Einstufung von Menschen in festzementierten Ethnien, die sich möglichst voneinander fernhalten sollen. Das ist dort nicht existent. Und das passt übrigens auch vor allem nicht zur katholischen Weltkirche, die sich schon immer als universell auch verstanden hat. Sie dürfen applaudieren. Es gibt eine Frage von einer Zuschauerin, die uns hier im Livestream zuschaut. Alexandra, ich habe nur den Vornamen, Alexandra fragt, wie soll man Neurechten im Gespräch begegnen, wenn Fakten als Argumente nicht akzeptiert werden? Und sofort die Opferrolle eingenommen wird. Mit Geduld. Also wie gesagt, ich sagte ja schon, ich glaube, dass am Diskurs letztlich kein Weg vorbeiführt. Und ich habe so ein bisschen, das ist so der Eindruck von meiner Facebook-Seite, auch den Eindruck, dass sich das so ein bisschen wieder gebessert hat. Also es gab Zeiten, da hatte ich eigentlich kaum noch rechtsgerichtete Facebook-Freunde, weil fast alle Diskussionen irgendwie in Streit ausarteten und man sich dann wechselseitig entfreundete oder die Leute gingen. Jetzt habe ich wieder einige und die Diskussionen sind erstaunlich konstruktiv, auch mit den anderen Facebook-Freunden. Man versucht also doch nicht mehr so persönlich zu werden, sondern Argumente zu finden. Der Diskurs bricht natürlich ab, wenn jemand sich in dieser Opferrolle einrichtet und nur noch Schlagworte liefert und wenn sie merken, da ist im Grunde kein Dialog erwünscht und man will im Grunde nur seine Parolen loswerden, dann funktioniert das nicht. Aber auch wenn das noch so anstrengend ist, würde ich immer dafür plädieren, bis es soweit kommt, es dennoch zu versuchen. Wie ich das jetzt sehe, müssen wir langsam zum Schluss kommen. Gibt es kurze? Ja. Ich übersetze gerade, kurze Frage, Thema Antisemitismus, spielt das in diesem Kontext eine Rolle? Eigentlich nicht, außer dass das Thema so ein bisschen instrumentalisiert wird. Also Sie finden in diesem gern rechtsgedrifteten christlichen Milieu oft eine sehr ostentative Betonung der Freundschaft zu Israel und auch eine sehr große Judenfreundlichkeit, die natürlich prima ist, absolut. Aber Sie finden dann, dass die gleichen Leute beispielsweise von Schuldkult sprechen und die Erinnerungskultur kritisieren oder auch die Rede von Björn Höcke gut fanden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das antisemitisch ist, aber es ist eben so, dass man einerseits sich sehr zu Israel bekennt, aber
sich dann doch nicht so wirklich mit der deutschen Schuld auseinandersetzen will. Und ich finde, das passt nicht so wirklich zusammen. Und zum anderen ist es so, dass es sehr einseitig ist. Also es wird immer wieder muslimischer Antisemitismus thematisiert, den es fraglos gibt, der bisweilen, glaube ich, auch unterschätzt wird, weil tatsächlich in vielen muslimischen Ländern das sehr präsent ist. Da muss man auch aufpassen, dass das hier nicht durch Flüchtlinge mit importiert wird. Aber sie sehen immer dann, wenn es dann irgendwie rechtsgerichteten Antisemitismus gibt, dann schweigen die gleichen Leute. Und das darf man nicht machen. Also Antisemitismus ist knallhart zu bekämpfen, egal ob er aus rechter, linker oder muslimischer Ecke kommt. Das, eigentlich sind wir durch. Es, ja, Herr Seibt. Es gibt ja einen gemeinsamen Gegner des konservativen Katholizismus und des konservativen Islam. Das ist die säkulare Gesellschaft. Und das kann man ja bei jemand wie Wölki sehr gut beobachten, der ja ein konservativer Christ ist und sich ja sehr für muslimische Flüchtlinge einsetzt, auch mit diesem Argument, oder an der Freundschaft zwischen Martin Mosebach, fraglos sehr konservativer Katholik, aber eben Freund von Navid Kermani, und immer behauptend, der muslimische Fromme, der kann auch in der Kirche sich niederknien, denn sie stammen vom selben Gott ab. Und da gibt es also einen gemeinsamen antiliberalen Impetus. Beobachten Sie, sind das nur intellektuelle Einzelfälle oder beobachten Sie das in größerem Umfang? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Seibt. Wichtiger Punkt, das ist so. Also der gemeinsame Feind ist tatsächlich die säkulare, die liberale Gesellschaft. Die Neue Rechte zum Beispiel hat als Hauptfeind den Liberalismus, nicht das linke Denken, wie manche meinen. Und was man eben häufig findet, ist eine regelrechte Verfallsrhetorik. Also man glaubt, dass seit dem Zweiten Weltkrieg, nicht erst seit 68, im Grunde sich die, so wird es dann genannt, die Dekadenz immer weiter ausbreitet. Und in dem Zusammenhang wird eben die Öffnung auch der Gesellschaft für homosexuelle Lebensgemeinschaften bis hin zur Ehe für alle wird nicht nur kritisiert, sondern regelrecht gegeißelt. Man will im Grunde so ein sehr starres auch Familienbild konservieren, auch eine hierarchische Gesellschaft, und wettert auch gegen die Jugendkultur, gegen die Popkultur und eben auch gegen den Umgang mit Flüchtlingen und Muslimen. Also man hält eben nicht da viel, das wird sofort als Multikulti bezeichnet. Und das Interessante ist eben, dass dann auch Bischöfe oder Kardinäle, die eigentlich wirklich Vorbilder waren. Wölki war lange ein Vorbild dieser Kreise. In dem Moment, in dem die dann Positionen vertreten, die in diesem Milieu nicht gutiert werden, wird das sehr schnell antiklerikal. Und zwar übrigens vor allem auch bis hoch zum Papst. Also Papst Franziskus ist ein Feindbild, wird als Plapperpapst, als Plauderpapst verunglimpft. Erzbischof Schick aus Bamberg, auch eigentlich ein konservativer Bischof, hat sich sehr früh gegen AfD und Pegida positioniert, wird seither angefeindet, hält es aber konsequent durch, gerade auch wieder in der Augsburger Allgemeinen. Und Martin Mosebach auch ein interessantes Stichwort, weil Mosebach, obwohl auch sehr streng katholisch, ist aber jemand, der schon lange auch in seinen Schriften unglaubliches Interesse auch an anderen Religionen, Wertschätzung, auch Kulturen zeigt. Und das würde man sich im Grunde eigentlich von mehr auch dezidiert konservativen Christen wünschen. Das war Liane Bettnatz. Das Buch heißt Die Angstprediger, kann man da vorne kaufen. Ich finde, ein außerordentlich kluges, gut recherchiertes, mit viel Hintergrundwissen angereichertes Buch, was man nicht nur, wenn man liberal-konservativ ist, lesen kann, sondern diesen Konnex zwischen Christentum und neuer Rechten kann man sich auch als Linker, als Taz-Mitarbeiter oder wie auch immer gut angucken. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Liane Bettnatz.